Zu den Klassikern des Weimarer Kinos zählt Fritz Langs Die Nibelungen. Bei den Ufa-Filmnächten 2013 lief die restaurierte Fassung der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung als Eröffnungsfilm. Mehr als 1000 Zuschauer erlebten das Stummfilmkonzert am Berliner Schinkelplatz. Alle Archivierung, alle Bewahrung macht nur dann Sinn, wenn man in der Öffentlichkeit ein Zeichen setzt. Es auch dem Publikum zeigt, den Menschen zeigt, die sich, das sehen wir an dieser Veranstaltung heute ja unglaublich, für diese Themen interessieren. Mit der großen künstlerischen Tradition, insbesondere der ersten Epoche bis 1933, also in der Weimarer Zeit, fühlen wir uns sehr verbunden. Und wir machen ganz bewusst die Ufa-Filmnächte als ein filmisches Denkmal für die Kreateure der großen Filme dieser Zeit, für die Regisseure wie Fritz Lang oder die großen Produzenten wie Erich Pommer. Das ist ganz wichtig, weil sozusagen diese Veranstaltung ganz anders als eine kleine Aufführung im Kino tatsächlich den öffentlichen Fokus nochmal auf das Filmerbe richten. Und solche Open-Air-Veranstaltungen mit einem so potenten Partner, der das präsentiert, sind natürlich für die Aufmerksamkeit für uns eine regelrechte Werbeveranstaltung für das Filmerbe. Und das hilft uns schon sehr. Und es öffnet einem im Grunde das Herz, wenn man sieht, wie groß die Wirkung dieser Stummfilmbilder ist mit dieser Live-Musikbegleitung.